vom letzten Jahr gebracht hat. Zuerst aber haben wir ja doch eine gewisse Spannung. Es geht um die offizielle Preisverleihung und die Spannung möchten wir natürlich nicht noch mehr antreiben als nötig. Neben mir steht der Mann, der diese Spannung auflösen kann. Ich begrüße den organisierenden Präsidenten der Jury, den Leiter der Abteilung Unterhaltung des Schweizer Fernsehens DRS, Hannes Bixl. Hannes Bixl, der Jurypräsident, ich habe es erwähnt, amtiert ohne eigene Stimme, also was Sie uns heute hier erzählen, da haben Sie nicht mitgewirkt. Richtig, ich bin nicht schuldig am Sieger und auch nicht am Verlierer. Wie sieht es aus? Ich glaube auch, jeweils für das eigene Land dürfte man keine Punkte geben als Juror. Wie sieht es noch aus? Es gab 15 Jurymitglieder, jeder hat die Musikalität, das Country-Feeling und die Präsentation bewertet. Nicht stimmen durfte er für das eigene Land, selbstverständlich. Insgesamt glaube ich 40 Punkte, also 14 mal 40 wäre das theoretische Maximum. Und jetzt geht es also um den dritten Platz, den Stern in Bronze. Okay. Der Bronze Star Award für den dritten Platz für die Schweiz, Switzerland. J.G. Duke. J.G. Duke. Herzliche Gratulation. J.G. Duke, bitte zu uns. J.G., please come and get your star from here. Es gibt den Stern in Bronze, also wieder einmal, das darf man sagen, hat die Schweiz erfolgreich im europäischen Wettbewerb abgeschnitten. Congratulations, J.G. Duke! The love she put me through hat ihm den Stern in Bronze eingebracht. Und nun, logischerweise... Silver Star Award für den zweiten Platz, Schweden, Sweden. Schweden, die Gruppe Kentucky, die eingesprungen ist, jawohl, das hat ihnen Glück gebracht, da gibt es eine Menge Küsschen jetzt, Mary Duff hat viel zu tun, insgesamt sind einige Herren in Rosa aufgetreten hier, um ihre verdiente Belohnung in Empfang zu nehmen, also wieder einmal auch die nordischen Staaten ganz vorne mit vertreten. Kentucky mit Roll On Big Mama Silver. Und noch einer ist übrig hier. Einer ist noch der Gewinner des Euro Country Music Masters 1990. Der Gewinner des Golden Star Television Award. Golden Star Award, Gewinner 1990, Irland, Ireland. Noch einmal zum fünften Mal. Also sicher kein politischer Entscheid, denn nach der Politik hätte man ja angenommen, Irland wird nicht gerade noch einmal gewinnen. Bereits das fünfte Mal, dass dieser Preis nach Irland geht. Und Sie freuen sich natürlich herzlich, Louise Morrissey mit Tipperary von Irland nach Irland. Der Preis bleibt dort, wo er letztes Jahr schon war, die Siegerinnen unter sich und auch das bemerkenswert, wiederum eine Dame, die den goldenen Stern mitnimmt. Louise, may we have just a short moment, yes, when we have a winner, before you go and prepare yourself. How was the preparation? How do you feel at the moment? You want to thank somebody? Ich gebe ihr Gelegenheit, uns zu erzählen, wie es war, wie sie sich freut oder ob sie jemand grüßen möchte. I just feel fantastic at the moment. It's been fantastic over here and I just want to say thanks to everybody for all their help. Everybody has been very good, very kind and thank you. And thanks especially to my friends from Ireland who came over all the way. Thank you. And special thanks to Pascal Mooney down there too. Thank you. And we will let you go now because you are getting prepared. We're going to hear your beautiful song, Tipperary, once again. Thank you and we'll see you in a minute. Sie wird sich bereit machen, denn selbstverständlich hören wir den Siegertitel noch einmal. Mary, the prize is staying where it was. Staying in Ireland again. Staying in Ireland again. How was it for you? What changed in your life since the victory? Ich frage Sie, was hat der Sieg letztes Jahr für Mary Duff bedeutet? It was a very, very good year for me. I got lots of tours in Holland. I'm going to Holland next month. I've been to Switzerland here.
last month, and I'm coming back to Switzerland again, hopefully before Christmas, and I've Germany coming up as well next year, and that wouldn't have happened if I hadn't entered the competition. Sie sagt also ganz direkt hat sich das ausgewirkt, sie hat Konzertauftritte auf dem Kontinent bekommen, die Möglichkeit in Holland, auch in der Schweiz, war sie schon, kommt auch wieder. I think you're going to be happy and it's going to be an Irish party tonight. I think so. You came here, sie kam heute hier mit einem Lied, Yellow Roses, gelbe Rosen. We want to not let you go home without Yellow Roses. Thank you. Thank you very much. Mary Duff, thank you for coming. Damit bedanke ich mich. Alles Gute an Mary Duff. Alles Gute an Hannes Bixel. Die Jury, herzlichen Dank allen Bands. You were wonderful. Thank you for coming here and making a real good country night here in Switzerland. Wir bedanken uns bei der ganzen Crew, dem Publikum hier, das super war. Von Ihnen zu Hause verabschieden wir uns bis zum nächsten Jahr. Vom 9. Euro Country Music Masters. Nein, noch nicht. Das Siegerlied ist noch nicht so weit. Das heißt, ich habe Gelegenheit, den Dank wirklich auszusprechen ans Publikum und ich glaube auch die Crew hier. Sie haben das mitbekommen, in den 90 Minuten haben wir 15 Bands gehört. Die Umbaupausen waren minimal. Immer dann, wenn ich nicht genau wusste, wie es weitergeht, dann lief's. Ich glaube, die haben einen riesen Applaus verdient. Thank you to the bands. Wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr wieder beim 10. Euro Country Music Masters. Und jetzt hören wir Louise Morrissey, Tipperary on My Mind.